Kies und Kreis und Kies und Kreis und Kies und Kreis im Wald. Flugzeug stürzte ab und Kies und Kreis sind jetzt im Wald. Alle tot und nackte Menschen, Blut verschmiert im Wald. Kies und Kreis und Kies und Kreis, ja, die sind jetzt im Wald. Kies und Kreis, ja, Kies und Kreis, ja, die sind jetzt im Wald. Oh wow, die letzte Folge war echt abgedreht. Dieses merkwürdige Demo-Band über Kyle ist geil. Wer das wohl rausgeschickt hat? Haben die News da was? Hallihallo, Hallöchen, liebe Freunde. Mein Name ist Kyle Uluklak und heute melde ich mich mit den Inselwald-News mal ausnahmsweise in eigener Sache. Von einem unbekannten Ort in den unbekannten Wäldern dieser Insel. Ein mysteriöses Mixtape ist aufgetaucht. Ein mysteriöser Mensch verfolgt mich. Ich muss um mein Leben bangen. Er will meine Haut als Schlafanzug tragen. Diese Haut kriegt er nicht. Denn jeden Tag reibe ich mich mit extrem elegantem Aloe Vera ein, welches nur hier auf der Insel gefunden wird. Denn Kyle Uluklak steht auch für Nachhaltigkeit und für Produkte aus der Region. Kyle Uluklak wird auf ewig überleben. Niemals News ohne Kyle. Bis zum nächsten Mal. Euer Kyle. Ich bin Kyle. Ey, ich hab hier, weil hab ich den Fluss runtergespült, der ist richtig abgezischt, so richtig wusch, war er weg. Wirklich, ja, aber, der, da hinten siehst du noch. Der Fluss steht immer noch durch. Ist aber auch jetzt hier eingezogen. Das war nicht der echte Weiwei, das war nur ein Klon. Wir haben jetzt einen Weiwei-Kusser, den haben wir aus diesem komischen Ding mit diesen komischen Löchern da rausgeholt. Da haben wir den rausgezogen. Warum, es macht richtig Spaß, da Leute reinzuwerfen. Guck mal. Komm mal rüber zu mir. Das ist total witzig, vorhin war das auch schon. Eine geile Rutsche. Meinst du, wir kriegen ihn von da ganz oben runter? Hui, guck mal. Jetzt hat er Fahrt. Das sind wie so kleine Papierschiffchen, wenn man die als Kind so den Rinnstein runter verfolgt hat. Ja, guck mal. Guck mal, die Leiche ist ja voll schnell. Ab. Und der schlägt sich auch überall irgendwie noch die Knochen auf und blutet. Total voll geil. Cool. So, ja, richtig geil. Na, wir müssen ja weiter hoch. Und was jetzt hier mit, also den Klon haben wir weggespült, das ist der echte Weiwei. Na klar. Das ist der echte, natürlich. Wir haben den Klon weggespült. Guck mal, der Fette wurde auch runtergespült. Der Fluss holt sich alles. Der Fluss holt sich das Leben zurück. Ja. Ich habe alle meine Granaten vorhin weggeworfen. Alter, wie stark der war, ne? Ja, und jetzt stell dir mal vor, davon kommen 4 oder 5 auf einmal. Und dann bist du am Arsch. So eine ganze Gang von Meatballs. Michael Meatball. Michael Meatball. Mein Name ist Michael Mickelson Meatball. Michael Meatball Mickelson. Mickelson. Mats Muckelson. Mats Muckelson. Alte Muckelsohn. Dieser Roadhouse-Remake da sieht schon interessant aus. Ja, da habe ich richtig Bock drauf. Und Jake sieht ja richtig ultra hot aus. Jake ist, Alter, der ist ja ripped vom aller. Der ist runtergeschreddet bis zum geht nicht mehr. Ja. Der durfte nichts essen. Alte Gyllenhaal. Na gut, dafür kriegt er ein paar Millionen. Ne? Das darf man nicht ist vergessen. Ist da oben eine neue Brücke? Ist da oben so eine Gyllenhaal-Brücke? Ja, guck mal, hier ist sogar so eine Serpentine zum Hochgehen. Was explodiert da? Hörst du das? Ja. Ist das Gewitter? Oder ist das einfach könnte ein Gewitter sein. What? Guck mal, der Nebel ist doch unnatürlich. Das ist doch unnatürlicher Kreis Industries Nebel. Das ist doch Industrienebel. So ein Nachrichtennebel von Kyle. Der versucht. Das ist doch News Fog. Alter. Die Fog News. Nicht die Fox News, sondern die Fog News. Die Fogger News. Alter, guck mal, es ist, als würde man irgendwie Gott besuchen gehen, ne? Mit dem Licht und so. Ja, und Anton Fogger. Stück bei Gott. Das ist doch kein Gewitter. Das ist doch total unnatürlich. Wir haben keinen Donner. Meinst du, Kyle wohnt hier oben? Er versteckt sich zumindest vom Ey, guck mal, wir haben den offiziellen Weg gefunden. Wir brauchen nicht mal eine Rope-Gun. Aber warum blitzt es hier so heftig? Alter, the gold! Hier ist ja Gold überall. Kriegen wir hier eine Pickaxe oder so? Man kann das Gold wohl später auch abbauen irgendwie, ne? Alter. Alter, guck dir mal an, wie kalt mir gerade ist. Und wie nass ich bin. Wenn ich mich jetzt hier hinstelle, meinst du, der Blitz schlägt dann in mich ein? Na, probier's. Ey, der schlägt dir ins Gold ein, der Blitz. Vorsicht. Was ist das da drüben? Ach, ist nur ein Bäumchen. Sah aus, als hätte da irgendjemand... Guck mal, das ist auch die Goldstraße jetzt hier oben. Ja, warum liegt das Gold hier oben auf dem Berg? Ja, damit du später dir wahrscheinlich was zusammengrinden kannst. Ach so, das kann sein. Der Keil... Oh. Ja, Kyle war ziemlich geil. Das Tape ist schon trendet auch zur Zeit. Das Kyle-Tape und alle so, yeah, Kyle. Und so Shorts, wie die Leute sich so als Kyle verkleiden mit so einer... Aber er ist doch nur Nachrichtenvorleser. Ja, aber du weißt doch, die Anchormans sind immer die wichtigsten. Er liest ja nur vor, er macht ja nicht mal die journalistische Arbeit. Aber er ist Anchorman halt. Der Anchormann richtig ab, ne? Jeder weiß, dass... Ey, hier ist einer...
Der schlägt hier mich. Hier ist einer. Hier ist so ein Typ, so ein Berg. Warte mal, die Fresse, du hast so ein, jetzt hast du doch hier so einen fetten Revolver. Nimm den doch mal. Sag mal her, ich will den wegschießen. Er rennt weg. Jetzt rennt er weg. Ja, weil er es gehört hat. Direkt Respekt bekommen vom Revolver. Respect the Revolver. Respect the Revolver. It's the icing of the Revolver. Guck mal, es geht ja noch höher. Ob die ganze Bergregion da oben überarbeitet haben? Ob da jetzt mehr zu holen ist? Wenn man sich so eine Fackel anzündet, dann hat man es direkt warm. Wird ja auch warm, wenn du in meiner Nähe bist mit der Fackel. Nee, mir ist immer noch kalt und ich bin nass. Ich bin jetzt komplett getrocknet. So eine richtig, die Fackel ist geil, Mann. Du brauchst eine Fackel. Hey, guck mal, hier unten ist jetzt ein Bettsymbol. Da unten ist noch so ein Goldlager oder so. Das Goldlager. Hast du es nicht gesehen? Da unten in den... Der Joldmichel. Ist das eine Hütte da vorne oder ist das ein Stein? Keine Ahnung, haben wir kein Fernglas? Es gibt ein Fernglas, man kann ein Fernglas finden. Gehst du da runter oder was? Das ist ein Stein. Ja, ist nur ein Stein. Ich gehe jetzt da hoch. Wir müssen ja... Mount Dutchmore müssen wir jetzt besteigen. Mount Dutchmore. Wir werden doch hier einfach weiter hochgehen können. Da ist so eine Straße eingezeichnet. Das ist eine Straße? Hier auf der Map ist doch eine... Hier, kannst du einfach hochlatschen. Oh, jetzt bin ich schon oben. Der Rope-Gun. Ich meine, für was hat man das Ding, ne? Man will auch ein bisschen abropen. Ja, gut, aber da kann man später ja so einen kleinen Rope-Park machen. Nee, wir gleiten doch runter, oder? Wir springen doch. Einen Rope-Park, so zum Fun-Park-mäßig. Ach, so ein Ziplining. So. Ja, so zu Hause halt. Zwischen Baumhäusern hin und her und so. Ey, damals haben wir auch auf so einem Berg gelebt, weiß ich noch, in so einer Winterlandschaft und haben uns da so eine Kirche und so gebaut. Das war völlig geisteskrank. Das war, ja, aber da gab es diese Rutsche. Wir bauen diese Rutsche, warum haben sie die nicht wieder reingemacht? Diese komische Rutsche, wo dann mit den Turtle-Panzern, genau, ja. Boah, hier oben ist richtig cold, ne? Ich hab richtig kalte Nüsse. Aber hier ist keine Straße mehr. Da hoch. Ja. Ich bin oben. Ich bin Rainier. Hast du auch die Robgun verwendet, mein Zip? Kannst du auch verwenden. Du gehst ja, da mit deinen. Du hast ja wieder Ziegen-DN1-Skrotum injiziert, ne? Ja, aber solange es doch geht, ist du nicht. Hier komme ich jetzt nicht hoch. Ach, da bist du außen rum gegangen. Nö, ja. Ich bin einfach so frontal hoch. Aber diese Blitze sind neu, ne? Die waren ja nicht. Ja, die sind neu, Auch das Gold ist neu, da war 100% kein Gold. Alter, die Ziegen-DNA da, die haut rein. Das sag ich ja. Die Bergziegen-DNA. Wenn dich jetzt noch vom Blitz erwischen lässt, dann fleißt richtig. Wir gehen jetzt erstmal auf diese eine Höhle da in diesem kleinen Bach. Und dann schauen wir mal weiter. Weil hier oben haben wir doch, glaube ich, diese ekelhafte Couch gefunden, ne? Die aber noch gut war. Ja, gut möglich. Boah, ich glaube, hier gleite ich runter Richtung Höhle. Ich glaube, hier musste... Hier musste Fly Kyle machen. Wo ist das Ding? Ganz links. Ah. Geronimo! Hä, wofür sind wir denn jetzt erst ganz hoch, wenn wir denn... Naja, weil der ja unten wieder halt eine Mitte hat. Wir kamen halt von der Seite, ist ja viel weiter im Berg drin. Hui. So. Ich flieg mit Keil durch die Baumkronen. Hier ist eine Hütte. Mit Keils Haut hab ich einen Gleiter gebaut. Und mit dem fliege ich Richtung Sonnenschein. Wow. Wie geil man da unten deine Fackel so sieht, weißt du? Guck mal, ich flieg da hinten zur Hütte direkt. Ja, ich flieg auch hin. Also, lauf. Ich gleite mit Keil Richtung Sonnenschein.
Mein Gleitschirm. Ja, jetzt müssen wir wieder einpacken mit E und dann mit G ins Inventar falten. G gedrückt halten. Du brauchst nicht mal gedrückt halten, kannst nur einmal kurz. Ach so, das, ja, echt, das geht sofort, nein. Short Press geht sofort, nein, ist nicht schlimm. Na, hier wird's ja nie, nee, der, das, hier ist ja nie das Wasser nicht gefroren, hier ist ja immer Schnee, ne? Das ist ja für immer Schneeland. Ist das für immer Schnee? Guck mal, der trägt Alufolie. Boah, Alter, ein altes Sofa habe ich hier gefunden. Da ist das alte Sofa, richtig geil. Und hier ist noch irgendwie so eine Hodenzeichnung. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, mir Büchsenfleisch jetzt in den Mund zu... zu swaggeln, weil hier gibt's Büchse. Die Priesterkleidung gab's ja auch. Stimmt. Pater Johansson. Pater Johann, du bist on the fly. Katzenfutter. Kann man daraus irgendwas basteln? Vielleicht Sprengstoff? Weiß ich nicht. Ah, da legt sie die Priesterkutte. Aber wir müssen leider noch unsere Winterjacken anziehen, sonst frieren wir hier richtig schnell aus. Hast du den Zettel hier genommen mit diesen komischen Blitzdingern? Den Blitzzettel? Welchen Blitzzettel? Na, mit den Hoden? Da hängt noch, ja, so Doppel... Ja. Ja, ja. Klar, ich nehme Hodengemälde. Du kennst doch meine Sammlung. Hodengemälde, ich bin großer Sammler von den Künsten des freien Schwings. Ja, eben. Früher waren Baumschäden. Oh, hier lagen noch Seile, zwei Stück. Die nehme ich nur mit, du. Hier vorne ist eine Karre. Irgendwo. Ich glaube, du bist der Stalker, ne? Aber Kyle bist du ja auch. Also, findest du dich im Endeffekt, willst du dich selbst schänden? Weißt du, der Job, den ich hier mache, seit vielen, vielen Jahren... hat sehr viele Persönlichkeiten in mir. Der geht einfach auch nicht an dir vorbei. Die Leute finden das lustig, ja. Mein Therapeut nicht. Außer das Bankkonto von ihm findet das lustig. Oh, guck mal, die haben hier einen Schneeflug vorne dran. Mr. Schneeflug! Nee! Doch! Mr. Schnee... Oh, yeah! Alter, wie krass ist das? Alter, Mr. Schneeflug. Blow. Du bist so geil. Spritz mir weißes Zeug ins Maul. Auch noch mit, oder? Die Frage ist halt, kriegen wir die da runter und alles, ne? Learning by doing. Naja, wir fahren halt erstmal los, irgendwie, durch die Wildnis. Wo wollen wir denn hin eigentlich jetzt? Die Höhle gleich, aber hier oben ist noch... Alter, der Helm ist ja schnieke. Den würde ich gerne mitnehmen. Mr. Schneeblut! Du bist so geil. Spritz mir weißes Zeug ins Maul. Mr. Kai. Die sind Schlitten. Das wäre auch geil, ne? Aber das sind ja so richtige Oldschool-Schlitten. Na, ich hau mir hier die Riegelex rein. Ja, aber dann lassen wir mal das Auto hier oben stehen, weil zur Höhle jetzt über den Fluss damit fahren ist wieder... Weißt ja, ne? Keine gute Idee. Und wenn hier, guck mal, hier ist flach. Hier wird's gehen. Ja, aber ich laufe jetzt so in die Höhle rein. Danach fahren wir mit dem Ding runter. Runden dort im Tal, da fahr ich gern dort unten im Tal, Nuna. Dort unten, ne. Dort unten. Bin Nuna gefahren. Alter, voll die Eiszapfenhöhle. Na, das ist so eine richtige Bigfoot Cave. Dort unten. Bigfoot Cave. Da hab ich immer Spaß gehabt. The peace isn't here. This is the wrong cave. The others are resting below. Na, ja, die sind aber alle, wahrscheinlich hat er die gegessen, ne? Ja. Aber geht's ja zweimal runter. War das da auch so beim ersten Mal, dass man da zweimal runter muss? Weiß es nicht. Alter, ich sehe gar nichts mehr, ne? Und ich bin übelst am Frieren und essen müsste ich auch mal was ganz schnell. Hab ich noch Trockenes? Das ist alles verdorben hier, verdorben. Boah, Alter! Getrocknet ist die Uhr. Und kriegst du die Trockenuhr. Echte Taiko, nasch doch aus deinem Töpfchen, aus deinem Barm. Ich nasche jetzt hier was aus meinem Töpfchen und dann geht's mir wieder gut. Es gibt Flüssigkeit und Kraft. Oh, ich habe hier schönen Proteinentopf mir gemacht. Schöne Huna-Nudel. Ich habe Huna-Nudel. Ich würde gerne mal was aus dem Büchsenfleisch kochen. Kann man daraus... Aber, ja, kannst du was kochen. Das ist Rezept. Das ist Urrezept, ja. Das ist sehr urig. Also ich kann mal wieder hoch.
Wer macht denn freiwillig hier unten Pause, so ungefähr? Oh, lass uns noch weiter in der Höhle Pause machen, oder was? Naja, das ist der Igloo-Effekt. Hier unten kannst du, wenn du dann Feuer und so anmachst, wird schon wärmer. Cockten Igloo? Cockten Igloo. Aber Uluglack, Igluglack, also ich meine, Iglo, das ist alles schon sehr nah, wer Iglu weiß. Iglo ist eine Firma, die wahrscheinlich ihre Ursprünge von der Insel hier hat. Ja, früher, es war erst Captain Igloo, da hat man gesagt, das können wir so nicht machen. Da fühlen sich Unitarier halt beleidigt. Die Igluglacks fühlen sich dann nicht integriert. Ja gut, hier gibt es jetzt aber noch, es gibt ja voll viele Eishöhlen mittlerweile. In der waren wir nicht. In der waren wir, glaube ich, ja. Dann ist ja oben noch eine Eishöhle. Die Frage ist halt, was ist da drin? Was beinhalten all diese Eishöhlen? Ist da geiler Scheiß drin? Na? Ja. Dann kommen wir da mit dem Auto hin, oder? Eher nicht. Na, guck mal, die ist eher so auf dem Berg. Da kommen wir niemals mit dem Auto hin. Die ist direkt so vor uns, ne? Guck, das ist. Da oben ist auf dem Berg noch eine Eishöhle. Ja, dann. Hey, wir sind ja eh so ein bisschen die Walker. Wir sind Walkers, ja. Walker. Texas Ranger Style, ja, Texas so, ne? Texas Ranger, ey. Schön, Texas Ranger habe ich mir gestern gegönnt. Guten alten Walker. Ja, so ein Ranger hätte ich jetzt Bock drauf. Headlock. Ey, richtig Bock drauf auf so ein. Ja, das war auch damals so das Programm, ne? Erst ein bisschen Knight Rider. Ja, ja. Dann Walker, ein bisschen Thunderboat. Thunderboat hier, ne, wie hieß da, das mit dem Boot, mit Hulk Hogan? Ist das nicht Pacific, Thunderboat? Ist das nicht irgendwas mit Pacific Thunder oder irgendwie so? Ich weiß es nicht. Moment, ich google's. Hulk Hogan Bootserie. Thunder in Paradise. Thunder in Paradise, Ja, da ist Hulk schön durchgefandert im Paradies. Hat war eine geile Serie. Das war ja eine geile Serie. Hier mit Chris Lemon. Der mochte ich immer ein bisschen, mochte ich auch immer voll gerne. Der war so ein bisschen smarter, während Hulk halt gehulkt hat, ne? Wie man es ja halt so macht. Aber ich musste so lachen bei dieser Motorradserie, ne? Wo dann, es lief, meine Mutter hat ja dann immer so alte Sachen geguckt irgendwie, wenn die hier ist oder so, ne? Und dann läuft da immer so Kram. Ja, so RTL Nitro oder so, wo dann dieses alte Zeug Nitro, wo kommt. Der ganze alte Scheiß läuft, genau. Wie auch und dann hier, dieses Intro halt einfach irgendwie, ne? Er war Polizist, doch dann legte er sich mit den falschen Typen an. Jetzt ist er ein gesetzloser Kopfgeldjäger oder sowas. Ja, aber ist doch geil. Ich finde auch diese Intros richtig geil, wenn du dann so A-Team-Intros siehst. Der eine erschießt gerade einen Mann oder der andere sprengt was und dann lächeln sie aber so in die Kamera. So mit, ja, ja, geil. Hab gerade einen Typen abgeknallt. So, weißt du, so richtig. Und was mir halt jetzt erst auffällt, was mir früher halt nicht aufgefallen ist, auch so, ne? Ist aber halt auch wie bei so Matlock und so oder dieses hart, aber herzlich. Das sind alles so uralte Männer, 60, 70 Jahre alt. Oh, Vorsicht darunter, Vorsicht, oh, Vorsicht. Oh, 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 oh. Boah, ich bin eben gerade nochmal gestolpert. Die immer so übelst junge Frauen und so, ach, ich will dich heiraten, oh, mein Held. Ja, aber es wäre ja schon bei Nackte Kanone so. Er war schon so ein alter, grauer Typ und die ganzen jungen Dinger. Ja, aber Nackte Kanone ist ja eher so Parodie auf das alles. Ja, ne? Klar, aber es war eigentlich früher immer so. Auch ein James Bond, guck mal, James Bond ist eigentlich auch ein Mann. Ja, aber der ist wenigstens noch, irgendwie, der hat noch alle seine ja, gut, Haare Matlock, und so. Matlock war jetzt, ne? Matlock ist ein, wenn ich Matlock einkaufen sehen würde, netto würde ich fragen, ob ich seine Einkäufe zum Auto bringen kann. Columbo war eigentlich immer cool, den mochte ich wegen seinem Matschauge. Der hat dann auch immer, der ist auch immer so weggegangen, ah, verstehe. Und dann kam er so zurück, hat diese komische Fingergestik immer gesagt, aber eine Sache ist mir da noch nicht so ganz schlüssig. Ja, ja. Ja, bei Columbo muss jeder denken, guck dir den dummen alten Mann an, dann hat er immer gesagt, aber eine Sache habe ich noch nicht ganz verstanden. Ja, ja. Oder Mord ist ihr Hobby. Es haben immer alte Leute irgendwie Fernsehen gemacht. Ich glaube, die lebt sogar noch. Oder? Ich weiß nicht. Die ist auch, glaube ich, uralt. Mord ist ihr Hobby. Die sieht aus wie Angela Lansbury. Nee, 22 gestorben. Vor kurzem erst gestorben. Aber die wurde auch fast 100. Oder hier, ist sie von Golden Girl noch am Leben oder ist sie auch vor kurzem gestorben? Golden Girls. Die Betty White, ist sie tot? Weiß ich nicht. Ja, 21.
ist sie verstorben. Ja, sind jetzt alle leider gegangen. Aber es ist krass, sie wurde ja auch 99, wurde Betty White. Ja. Oh, guck dir auch Golden Girls und so. Alles alte Menschen, irgendwie die Fernsehen gemacht haben früher, ne? Irgendwie. Ja, aber die, aber auch die Golden Girls. Blanche war ja irgendwie so eine alte, heiße Frau irgendwie. Auf Blanche hast du das Reiten gelernt. Damals habe ich die Blanche geritten. The Blanche Flanche. Unten auf der Blanche Ranch. Hab ich die Blanche geflanscht. Bist du unten in der Höhle? Ja, ich bin direkt hinter dir. Hier sind überall alte Fischdosen, Katzenfutter. Da kann ich hier nichts schleppen. Waren wir hier schon mal drin? Ne, hier ist irgendeine Zeichnung. Seite B. Hä? Seite A. In Burschen, das ist einfach nur eine Spiegelkarte vom Berg. Aber mehr ist ja nicht, nicht mal irgendwie ein... Vielleicht existiert unten noch mal eine andere Anderswelt unter dem... Ja, wir sind Koran. Ja, glaube ich, ja eh unterm Berg. Der Berg hat ja das Geheimnis. Da ist ja dann irgendwie Gold und das Raumschiff und so. Das Aliens. Ist irgendwie immer, ne? In Bergen ist immer das Geheimnis. Berge sind halt auch so was Geheimnisvolles, so was Altes. Ja, da kann man halt gut seine Sachen verstecken, ne? Nazi-Gold und so, ja. Oh, Alter! Was war das jetzt? Hast du einen Schwächeanfall bekommen? Bist runtergefallen? Ja, ja. Ich hab gesagt, du sollst weniger rauchen, aber... Aber ich ja liebe rauchen. Ich hab dir gesagt, Schamhaar rauchen ist nicht geil. Ich mag rauchen. Ich liebe rauchen. Ich mag rauchen lieber, als Luft. Ich liebe. Wenn ich könnte, rauche. Wenn ich könnte, würde ich sogar in den Schlaf weiter rauchen. Das ist auch so ein Film irgendwie, ne? Hier, Triple X. Triple X, ja. Uns fällt kein Name mehr ein. Wie sollen wir den Film nennen? Ja, Triple X. Das steht aber doch für Porno. Ja, Porno, cool. Pornos sind cool. Leute lieben Pornos. Na gut, Leute. Wir verabschieden uns jetzt aber erstmal und sehen uns dann wieder in der nächsten pornorösen Folge. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschö.